Crackle gut versteckt, Alterchen. Wir müssen verhindern, dass er den Crackle bekommt. Viel Glück. Ich habe Dutzende Roboter, Mann. Hallo und herzlich willkommen hier bei Lego The Movie Video Game. Ja, jetzt sind wir ja auch schon direkt mittendrin. Ich wollte eigentlich eine kleine Ankündigung machen, aber dazu kam es gar nicht. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir werden auf jeden Fall hier versuchen, wenn die Roboter nichts taugen, habe ich schon das Lego Videogame hier durchzuspielen. So, können wir springen über den Strahl? Auf, Sie, ihr Narren? Auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Tot. Ach so, jetzt haben wir den Turm kaputt gemacht. Okay, so geht's. Genau. Wenn wir wieder im Büro sind, werde ich bei eurer Leistungsbeurteilung nicht viel Gutes zu sagen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ja schon den Lego City Undercover komplett zu sehen. Also das hatte ich da schon durchgespielt. Könnt ihr da praktisch anschauen. Und jetzt habe ich hier auch... Ach, hier kann ich etwas bauen. Okay, ich habe mir hier erklärt, was man so bauen kann. Ich glaube, die Steuerung ist genauso wie bei Lego City Undercover. Ja, genau. So, Moment. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, diesmal die Welt nicht so ausgiebig zu erkunden, wie ich es bei Lego City gemacht hatte. Was natürlich die Folgen dann teilweise schon ziemlich in Länge gezogen hat. So, mal gucken, ob ich mit dem da hochspringen kann. Nee. Weibliche Charaktere können hochspringen. Okay, Cleopatra. Spring du mal. Ah ja, okay, die kann wirklich... Starte die Rakete. Das Spiel gibt es jetzt ja schon eine kleine Weile. Ich weiß gar nicht. Es liegt schon seit einigen Wochen hier bei mir rum. Ich wollte aber unbedingt erst den Film gesehen haben. Oh Mann. Den Film gesehen haben, bevor ich hier das Spiel spiele. Deswegen lag es hier im Momentchen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist eigentlich mal so die richtige Zeit. Und jetzt sind wir hier als Vitorius unterwegs und müssen noch die Agenten von Lord Business bekämpfen. Und diesmal, Leute, will ich, dass ihr mich nicht schon wieder enttäuscht. Ich will, dass ihr sie in ihre Einzelteile zerlegt. So, pass auf, jetzt müssen wir hier mal... Achso, können wir gar nicht zurück. Okay, können wir... Ach, jetzt können wir hier wieder was bauen. Ja, gut. Warum sabotiert ihr mich? Wir können noch eine Rakete bauen. Okay, nochmal eine Rakete bauen hier. Ich stehe mit dem Trick. Werdet ihr mich mit der dann wieder nicht treffen? So, schön noch die Münzen einsammeln. Okay, die Steuerung ist wirklich haargenau wie bei Lego City. Was machen wir für die mit der Frau hier? Okay, die erste Szene hier im Spiel ist natürlich schon ein kleines bisschen anders, als es dann im Film war. Ich zittere geradezu in meinen mächtigen Stiefeln. Aber müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich kenne von dem Spiel noch überhaupt nichts. Ich habe auch gar nicht mal irgendwie einen Vorspann oder was gesehen hier. Was kann ich denn jetzt machen? Gib doch auf, Vitruvius. Achso. Okay. Jetzt muss ich erst hier 1, 2, 3. Ich habe dich genau da, wo ich dich haben will. Ah ja, okay.
Jetzt bauen wir hier Spezialsteine. Na gut, brauchen wir hier was Großes. Meine Augen! Oh. Kraggle, die mächtigste Superwaffe gehört mir. Der Kraggle! Ah, der Kraggle! Jetzt ist meine böse Macht grenzenlos. Spürt ihr mich? Ich spüre dich. Jetzt hält mich nichts auf. Warte, es gab da eine Prophezeiung. Och, auch noch eine Prophezeiung. Über das Stück des Widerstands. Ach ja, das angeblich fehlende Stück des Widerstands, das auf wundersame Weise den Kraggle blockieren soll. Dass ich nicht lache. Einst erscheint ein besonderes Talent, das man am gelben Antlitz erkennt. Zu finden das Stück des Widerstands im Versteck, wo es lange ruhte und entdeckt. Mit Hilfe tapferer Streiter besiegt dieser Meisterbauer den Kraggle, damit das Reich lebe weiter. Er, die interessanteste, wichtigste Figur aller Zeiten, bezwingt unseren Feind. Und all dies stimmt, da es sich heimt. Ein Wanderer? Was für ein total beknackter Mumpitz. Mumpitz. Na, wer den Film gesehen hat, weiß natürlich, um was es dann irgendwann am Ende des Spiels geht. Ich will es mal noch nicht verraten. Einfach um eventuell den Leuten, die den Film nicht gesehen haben, die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Der Film an sich hat mich eigentlich überrascht. Der war erstaunlich gut. Ich habe es leider nicht geschafft, ihn im Kino zu sehen, weil der Film hier in der Stadt nur für kurze Zeit abends lief und dann nur noch im, sag ich mal, im Kinderprogramm am Nachmittag, und kann ich halt nicht hin, wenn ich arbeiten muss. Deswegen musste ich dann erst warten, bis der Film auf Blu-ray rausgekommen ist, und dann konnte ich ihn endlich ansehen. Durchgang, morgen Wand, morgen Decke, morgen Boden. Der Tag kann beginnen. Ah, ich sehe. Die Anleitung, sich anzupassen, dass jeder einen mag und man immer glücklich ist. Schritt 1. Atmen. Okay, das war einfach. Schritt 2. Grüße den Tag, lächle und sag: Guten Morgen, Stadt! Guten Morgen, Stadt. Ich muss sagen, dass ich bei dem Film, als ich den Film gesehen habe, eigentlich erst so ein Zeichentrick erwartet habe. So wie eben auch die Spiele sind. Was er dann ja aber gar nicht gewesen ist, sondern ja schon sowas Animiertes. So, ich muss den grünen Stats folgen. Aber ich kann natürlich auch nicht nach Anleitung Sachen hier zerstören und zerschmettern und die Münzen einsammeln. Ich werde mal, wie ich es vorhin gesagt habe, es nicht so ausführlich machen, wie ich es bei Lego City zum Beispiel gemacht habe. Hier kann ich jetzt eine Hose wählen. Okay, wir haben aktuell nur die orangen Hosen. Okay, wir suchen mal weiter. Ich werde einfach mal mehr der Geschichte folgen und nicht ganz so viel auf die Umgebung eingehen. Vielleicht werde ich dann irgendwann, also ich werde garantiert zwischendurch Folgen haben, wo ich nur ein bisschen wie in der Gegend rumlaufe. Meine Verpeiltheit bei solchen Sachen kennt man ja, wenn man auch Lego City schon gesehen hat. Ja, was jetzt? Was war denn das? War kaputt oder wie? Ach, da fehlen noch Teile. Okay. Waren es jetzt genug? Kann ich jetzt was bauen? Komm, bau was. Nee. Was war? Nichts bauen hier. Oh, jetzt bin ich Kollege. Jetzt bin ich der Kollege. Ob er wohl antworten würde? Okay, die Leute unterhalten sich auch. Also ja, wir gehen jetzt einfach. Vielleicht sehe ich jetzt schon gleich das erste Dings hier. Aber wir werden ja weiter schön Münzen sammeln. Ich weiß gar nicht, was man hier alles so entdecken könnte. Was man hier alles kaputt... Hier ist ja wirklich alles aus Lego jetzt. Bei Lego City hat man ja die Gegenstände zumindest schon mal deutlich erkannt, die man zerstören kann. Oh ja, ich sehe schon. Die Stadt ist ziemlich groß. Aber wir müssen ja zur Arbeit. Und wer Emmett kennt, wer den Film gesehen hat, weiß, dass Emmett natürlich ein fortbildlicher Arbeiter ist und alles nach Anleitung funktioniert. Also werden wir jetzt erstmal dem vorgegebenen Plan folgen und den grünen Stats folgen. Und hier, die Stadt ist wirklich,
wirklich groß. Heide Witzke. Wo bin ich jetzt gerade schwer vorbeigelaufen? Was kann ich denn hier machen? Nur Charaktere, die einen Stab haben, können geheime Klopfzeichen ausführen. Okay. Naja gut, können wir hier noch nicht machen. Keine Klopfzeichen ausführen. So, und da ist jetzt auch schon... Moment, hier bauen wir noch was zusammen. Müssen wir was reparieren. Und dann ist der Weg zur Arbeit hoffentlich frei. Jawohl, jetzt geht die Tür auf. Ja, super. Hier kann ich mich auch reinsetzen, ja? Cool. Verwende B, um zu beschleunigen. A, um zu bremsen. Geil, Mann. Okay, super. Wie steige ich ab? Ah ja, mit X. Entschuldigung. Wo habe ich's hingelegt? Muss hier durch. Zur Arbeit. Mal schauen, was wir heute arbeiten dürfen. So, jetzt sind wir in der Baustelle in Steinburg. Steinburg. Ich dachte, die Stadt heißt Steinstadt. Steinburg? Na, genau. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Haus zusammengefallen, wie wir es sehen können. Müssen wir eventuell aufbauen. Strikt nach Anleitung. Es sind erstaunlich viele, jetzt am Anfang erstaunlich viele Ladebildschirme schon. Mal schauen, ob sich das so durchs Spiel durchzieht. Hast du gestern, wo ist meine Hose gesehen? So lass ich, ja. Wo ist meine Hose? Super Folge. Wo ist meine Hose? Ich habe die Musik auch mal relativ leise gemacht. Ich will mal hoffen, dass die mir nicht so arg viel Probleme bereitet, wie beim Hochladen der YouTube-Videos. Deswegen versuche ich jetzt auch mal ein bisschen zu quatschen hier, wo Musik im Hintergrund läuft. Wer die Musik hören will, kauft sich einfach mal die DVD vom Film. Da ist eine, müsste eigentlich auch das Lied als Karaoke-Version zum Mitsingen drauf sein. Also auf der Blu-ray ist das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich die Montageanleitung holen. Im Montageschacht. Okay. Ja, okay, die müssen wir jetzt erstmal finden. Wo ist sie versteckt? Suchen wir mal. Wir werden uns hier mal den Weg freiklopfen hier. Über die Baustelle. Hier. Durch alle Hindernisse hindurch. Genau. So. Den Stinks können wir auch hier. Geht nicht weiter kaputt. Ist es eigentlich ein Typ hier, der mit dem Pferdeschwanz, oder ist das eine Frau? Ne, ist eine Frau, oder? Der Montageschacht ist im Eimer. Ich hoffe, du hast einen Schraubenschlüssel dabei. Hab ich. Hab ich, jawohl, ich habe einen Schraubenschlüssel dabei. Und damit schrauben wir jetzt das Ding hier auf. Achso, ich muss A mehrfach drücken. Na gut. A gedrückt halt. Tja, habe ich jetzt schon repariert den Montageschacht? Tatsächlich, der Montageschacht ist repariert. Dann würde ich mal sagen, kann ich nicht reinspringen, weil ich zu klein bin, gell? Müssen wir hier mal direkt wechseln auf Lady. So. Da haben wir die Montageanleitung mal besorgt. Und damit können wir dann da vorne ins Haus rein. Ah, okay. Die Anleitung. Jetzt ergibt alles Sinn. Jetzt ergibt alles Sinn. Mama. Achtung, wir machen den Weg frei. Hier steht auch was. Mal gucken, für was Sinnloses oder Sinnfreies ich die Münzen hier in dem Spiel einsetzen kann, bei Lego City. Damit hier irgendwie überhaupt nichts. Irgendwie überhaupt nichts gebracht. Okay, jetzt bauen wir mal die Veranda hier hin. Nach Anleitung. Okay. Finde das fehlende Stück in der Aus. Ey, nee, jetzt muss ich ihm hier noch sagen. Er soll bitte den Baum hier reinbauen. Okay. Okay, okay. Was für eine Wahnsinnsveranda. Alle Steine am richtigen Platz. Okay, ihr werdet jetzt auf der anderen Seite der Baustelle gebraucht. Ich bring euch hin. Juhu, fliegen wir mal rüber. Jetzt dürfte die Folge auch schon direkt gleich vorbei sein. Da wird uns sicherlich noch einiges weiter erwarten hier. Mit Emmett auf sämtlichen Baustellen. Schön, dass ihr uns mit eurer Anwesenheit beglückt. Ihr müsst hier etwas abreißen. Also holt einen Bohrer aus dem Geräteschuppen. Genau, den Bohrer aus dem Geräteschuppen machen wir in der nächsten Folge. Ja, würde ich doch sagen. Machen wir so. Danke fürs Zuschauen.
Wäre schön, wenn ihr auch bei Folge 2 dabei sein werdet. Dabei sein wird, würde ich mal sagen. Ja, wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Und ich habe eigentlich vor, das Spiel auch durchzuspielen. Das mache ich eigentlich viel zu selten. Okay, Folge 2 kommt die Tage. Wahrscheinlich übermorgen, denke ich doch einfach mal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.